Rocco, aus! Kaum mache ich die Kamera an, fängst du an zu bellen. Die ganze Zeit hast du geschlafen. Geh bitte wieder in dein Bettchen. Sei ein lieber Junge, ja? Ja, fein. Ja, ich hab dich auch lieb. Hi, ihr süßen Mäuse. Da bin ich wieder zu einem neuen Video. Und zwar zu einem Live-Test-Video. Mein letztes war ja die Essence-Palette, die ich getestet habe. Und davor das Video war diese Black Maske. Und witzigerweise, dieses Video ist komplett durch die Decke gegangen. Es ist irgendwie so interessant bei YouTube. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ziemlich lange bei YouTube. Ich mache ja schon Videos seit 2011. Und hoffe auch immer noch auf den mega großen Durchbruch. Nicht falsch verstehen, ich bin dankbar für jeden Zuschauer, für jeden Klick, für jedes Like, für jeden Kommentar, für jeden von euch, der zuschaut, weil mir das einfach super viel Spaß macht. Und aber man hofft natürlich mit der Zeit, dass man doch noch mehr Menschen erreicht. Aber wie schon gesagt, ich bin dankbar für alles das, was ich jetzt hier schon in Anführungsstrichen halt erreicht habe. Und aber es ist halt so witzig, manchmal du planst Videos mit Konzepten, gibst dir richtig Mühe, lädst es hoch, keiner schaut sich an, vielleicht 300, 400 Leute oder so. Und dann hast du Videos, die drehst du mal schnell ab, spontan, und die gehen komplett durch die Decke. Und das war zum Beispiel eins Video davon, dieses Live-Test. Das hat jetzt schon irgendwie 14.000 oder 15.000 Klicks. Und ich dachte mir so, krass, weil es war einfach nur spontan. Ich wollte einfach die Woche füllen mit einem Video, und weil ich natürlich immer gerne drehe, und sobald ich irgendwie länger Zeit mal nichts mache, kommen sofort Fragen halt auch, wann kommt ein neues Video, wann kommt ein neues Video. Und ich freue mich auch darüber total. Das heißt, das zeigt mir halt immer, okay, da sind wirklich Leute, die darauf warten, und du machst das nicht in Anführungsstrichen umsonst, ne? Und ja, auf jeden Fall, das Video ist durch die Decke gegangen. Oder mein letztes Urlaubsvideo in Alanya, das ist auch ziemlich oft geklickt und geliked und etc. Und mein erstes Mal Autofahren, das ist auch so ein Video, was komplett, wo ich immer gucke und denke, wow, krass, so viele Views dazugekommen. Und ja, vielleicht wird es bei diesem Video genauso sein. Ich habe heute wieder für euch einen Live-Test. Zwar durch den Live-Test nicht direkt jetzt hier von der Kamera, weil irgendwie ich war schon so neugierig, dass ich es gestern Abend schon ausprobiert habe, und habe das aber gefilmt und schneide das jetzt gleich rein mit einem Voice-Over. Auf jeden Fall geht es um, tada, diese Masken, diese Balea Nose Strips, die sind ja ganz mit Aktivkohle, die sind ja ganz neu rausgekommen. Und ich hatte schon so ein bisschen bei Instagram und so das mitbekommen, und bin dann schnell zu meinem DM und habe Gott sei Dank auch noch ein paar Exemplar bekommen. Die waren ziemlich schon, also es war ziemlich versteckt, und da war auch nur noch ein paar, also die gehen wohl weg wie warme Semmeln. Und ich hatte schon mal in einem Video erzählt, dass ich so ein bisschen unzufrieden bin mit den diesen Nose Strips. Es gibt ja auch von dieser Balea Gesichtspflegeserie diese, und die habe ich ja jahrelang benutzt, aber irgendwie haben sie die Formulierung von denen verändert, weil es ist nämlich so, die sind ziemlich lasch, du klebst sie drauf, oder du machst sie mit Wasser und dann klebst sie ja drauf. Und die holen kaum noch was drauf, also die gehen auch so tschüt ab, und vorher war es immer so, dass es schon gezogen hat und man hat auch wirklich gesehen, okay, da kommt was raus, aber bei denen war es einfach nur so, also als ob man gar nichts macht. Und dann bin ich umgestiegen auf diese Soft and Clear Serie, weil die kleben ein bisschen besser. Aber die haben mich auch nicht mehr so geflasht. Und jetzt hatte ich halt von diesen hier gehört und dachte mir, okay, es wird Zeit, die mal auszuprobieren. Vielleicht sind die ja wirklich gut. Ich glaube, irgendjemand von euch hatte mir die, glaube ich, auch empfohlen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall steht da drauf, die Nostrips mit Aktivkohle beeinhalten eine Wirkstoffskombination aus Salicinsäure und Teebaumöl und befreien die Haut auf der Nase Poren tief und gründlich von Unreinheiten. Das Hautbild wird bei regelmäßiger Anwendung sichtbar verfeinern und der Entstehung von Mitessern wird vorgebeugt. Für schöne und gereinigte Haut. Ja. Kosten 1,75. Und ich habe sie dann gestern Abend ausprobiert und war ziemlich überrascht. So, und hier seht ihr jetzt, wie ich die Stripes auf die Nase geklebt habe. Witzigerweise sieht es aus wie so ein stark schwarzes Stück Vlies. Wenn man sie aufgeklebt hat, merkt man einfach auch, da passiert was. Also es ist ganz anders wie bei den anderen. Ihr feuchtet ja erst die Haut der Nase an und klebt die dann drauf. Und ich habe dann meine ungefähr 15 Minuten halt einwirken lassen. Man kann auch ein bisschen länger. Aber bei denen ist es wirklich, man merkt, da passiert was, ne? Das kribbelt. Und sie sitzen wirklich bombenfest.
Und ihr seht das jetzt auch, wenn ich versuche, sie abzuziehen. Es zieht halt so ein bisschen, also das wie bei den alten Stripes, die ich mal hatte. Und die kleben auf jeden Fall richtig gut an der Nase fest. Ihr seht auch, es tut ein bisschen weh. Und da kommt auf jeden Fall ordentlich was runter. Und das zeige ich euch jetzt auch noch. Und ich finde jetzt schon, meine Haut sieht super gereinigt aus. Ah, und das ist jetzt der eklige Teil dieses Videos. Also ihr seht, da ist auf jeden Fall gut was mit rausgekommen. Okay, gut, so mega krasse Mitesser habe ich halt nicht. Ich habe immer so diese kleinen weißen und so, ne? Und aber ihr seht auf jeden Fall, da ist gut was rausgekommen. Also es ist ein totaler Unterschied zu diesen anderen Stripes. Und meine Nase sieht sehr gereinigt aus. Gut, immer so ein bisschen, weil bleibt schon was da. Ich glaube, da muss man einfach zu einer Kosmetikerin gehen. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, finde ich. Ich muss echt sagen, wow, ich bin wirklich begeistert von denen. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Auch, dass sie richtig schön geklebt haben und man hat wirklich gemerkt, okay, da kommt auch was raus. Ich meine, gut, meine Poren sind jetzt sowieso nicht so schlimm, aber es hat wirklich was gebracht. Und ich werde mir die auf jeden Fall wieder kaufen. Und witzigerweise sind die auch in so hergestellt in Südkorea. Die Südkoreaner sind ja bekannt für diese Masken und Peel-off-Sachen, dass die ziemlich gut bei denen wirken. Weil ich habe schon viele Girls auf YouTube gesehen, die sich da halt so spezielle auch Peel-off-Masken oder halt diese Nose-Strips gekauft haben. Und die haben aber gut was rausgeholt. Und ja, deswegen, also ich kann die euch wirklich empfehlen. Deswegen verstehe ich auch, dass die schon so gut vergriffen waren, weil die wirklich endlich wieder wirken. Ja. Das war auf jeden Fall mein Video zu diesen Balea Nose Strips. Wenn ihr irgendein anderes Produkt gerne von mir mal getestet haben wollt, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und abonniert auf jeden Fall auch mein Instagram und mein anderes Social Media, wobei Instagram, da bin ich am aktivsten. Gerade Instagram Stories mag ich sehr gerne. Und ich poste auch öfters mal Live-Videos, wo ich mich halt schminke etc. Und da kann man ja gerne in Kontakt treten. Deswegen schaut vorbei, ja. Und empfehlt mein Video oder meinen Kanal auch euren Freunden. Vielleicht wächst es ja dann noch ein bisschen mehr mit eurer Hilfe. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und ich habe euch ganz doll lieb und wir sehen uns bald wieder, ihr süßen Mäuse. Bye, bye.